Schön, dass ihr alle da gekommen seid zu meinem kleinen Vortrag über Domain-Driven Design mit dem kleinen Untertitel Bessere Microservices mit Domain-Driven Design. Mein Name ist Christian Iwanzig. Mein kleiner Twitter-Account da, der so sporadisch mal befüllt wird. Tatsächlich ist das die erste Konferenz, auf der ich reden kann. Von daher bin ich ein bisschen aufgeregt, wenn man vor Leuten redet, die man nicht zufällig in der Kaffeeküche getroffen hat, einen Tag vorher. Aber es wird bestimmt gut gehen. So, klappt natürlich nicht, aber jetzt. Kurz zu mir, wie gesagt, Christian Iwanzig, bin Softwareentwickler, habe mal so ein Dippel-Inf in Klammern FH gemacht in der FH Köln. Meine Steckenpferde sind zurzeit so ein bisschen alles rum um die JVM, Kotlin, Scala, tatsächlich hin und wieder auch mal Java. Haha. Vor allen Dingen aber auch Domain-Driven Design und darüber hinaus halt Microservice-Architektur beziehungsweise alles, was so von der Entwicklung über CI/CD-Systeme bis halt dann hinten in den Betrieb halt reingeht. Also jetzt nicht das, was so SysOps oder DevOps machen, sondern halt aus Entwicklersicht. Ja, dann angestellt bei der Tarent Solutions GmbH. Wir haben vorne auch einen kleinen Stand. Dann schon mal danke dafür, dass man so Vorträge dann während der Arbeitszeit machen darf. Das ist mal ganz angenehm. Standort in Bonn und Berlin, demnächst auch in Köln. Kann man sich gerne angucken. Ja, genug der Worte, wer ich bin und wo ich herkomme. Starten wir direkt mal ins Thema. Ich möchte den Vortrag direkt so ein bisschen einleiten mit, ich werde hier kaum Codes oder eigentlich gar keinen Code zeigen. Ich werde auch nicht in die Technik reingehen. Was ich eigentlich machen möchte, ist zu zeigen, wie man mit Domain-Driven Design wirklich einen großen Bogen spannen kann zu einer ordentlichen, fachgetriebenen Microservice-Architektur. Ich werde da erstmal so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Der Mensch hier, das ist David West, der hat 2017 einen sehr interessanten Talk auf der Domain-Driven Design Europe gehalten. Und vor allen Dingen ist er halt schon, ja, man sieht es schon am Alter, schon ein bisschen älteres Semester. Und er erzählt daraus, wie er damals mit der Informatik angefangen hat, wie er Software entwickelt hat. Er hat in der Bank angefangen und dieses Unternehmen, diese Bank, hat ihn als allerersten Informatiker dort eingestellt. Das heißt, er saß in einem Büro und drumherum saßen eigentlich nur Banker. Und als er da angefangen hat, hat man ihn erstmal ein halbes Jahr in eine Bankenschule reingestellt. Das heißt, er musste erstmal von der Pike auf lernen, wie so eine Bank funktioniert, was man da alles machen kann und machen sollte. Einfach vom Fach einfach lernen, bevor er wirklich die erste Zeile Code geschrieben hat. Was das Schöne daran war, wo er erzählt hat, als er Software entwickelt hat, saß er dem Menschen, der das eigentliche Problem hat, das er mit dieser Software lösen wollte, direkt gegenüber. Er konnte mit ihm direkt reden. Sie saßen quasi, was man heutzutage Pair-Programming nennt. Der Fachmensch saß neben ihm und hat erzählt, wo ihm wirklich der Schuh drückt. Heißt für uns, früher oder ganz am Anfang, als es wirklich auch das Berufsbild des Informatikers und des Softwareentwicklers noch nicht gab, gab es halt unheimlich viele Domain-Experten und innerhalb dieser Domain-Welt oder Fachwelt gab es einen ganz kleinen Stöpsel, der nannte sich IT. Das war schön, weil die Kommunikation war zielstrebig, sie war direkt, alle waren glücklich. Dann begann das große Chaos. Die Welten trennten sich. Die IT-Abteilung oder die Programmierer wurden immer größer, also an der Anzahl her. Und Abteilungen wurden gegründet. Das heißt, man hatte Fachabteilungen wie Einkauf, Vertrieb, Accounting, keine Ahnung was, oder was es halt alles so in der großen, weiten Welt gibt. Und die IT-Abteilung. Und was passiert, wenn wir zwei Abteilungen trennen, am besten noch in zwei verschiedenen Gebäuden? Die Kommunikation bricht mehr oder weniger zusammen. Wir haben kaum Kommunikation. Die Software-Experten denken sich das eine über die End-User, die End-User denken sich das eine über die IT-Leute. IT wurde dann irgendwann noch als dieses notwendige Übel angesehen. Ja, ITler oder mein Computer funktioniert nicht. Fachliche Anforderungen werden überall anders verstanden. Das heißt, der Domain-Experte hier hat sein Fachwissen, hat aber keine Ahnung von Softwareentwicklung. Der Softwareentwickler hat ein unheimlich gutes Wissen über Softwareentwicklung, aber keine Ahnung über die Fachdomäne des eigentlichen Endanwenders. Und ja, das kennt wahrscheinlich auch jeder aus dem alltäglichen Projektgeschäft. Man hört immer so, ja, die da hinten, die bauen eigentlich nicht das, was ich will.
das funktioniert nicht. Es geht aber noch schlimmer. Da kam dann irgendwann diese lustige Welt. Man versucht das Ganze mit unheimlich vielen Dokumenten zu erschlagen, die dann Requirements, Engineering, Lasten- und Pflichtenhefte, IT wird am besten dann noch outgesourced, weil man kann ja eigentlich dieses 400-Seiten-Dokument einfach irgendwo in ein anderes Land packen, das Ganze übersetzen und dann wird das schon funktionieren. Was dann rauskommt, ist dann sowas. Unsere Domain-Experten haben ein Problem. Dazwischen haben wir eine Schicht von Leuten, die das verstehen wollen und in Dokumente gießen. Die verstehen erstmal was anderes. Dieses Dokument wird an irgendwelche Softwareentwickler gegeben, die wieder was ganz anderes entdecken. Dann kam irgendwann eine lustige Zeit der agilen Softwareentwicklung. Man hat das Problem erkannt und wollte da direkt wieder etwas entgegensteuern. Das heißt, die Welten rückten wieder etwas zusammen. Sei es jetzt Scrum, Kanban, XP, whatever, was da noch an Frameworks rumkreucht und fleucht auf der Welt. Das Ganze hat mehr oder weniger zum Ziel, Kommunikationswege zu minimieren. Im Scrum haben wir zum Beispiel einen Product Owner, der direkt im Team sitzt, der so eine fachliche Vorgabe machen soll. Wir haben interdisziplinäre Teams, das heißt, wir haben Dev-Operations, wir haben QA-Leute direkt mit im Team sitzen. Das ganze Team arbeitet direkt an einem fachlichen Problem. Wir haben kaum mehr Kommunikation über Dokumente, weil die Leute, die zu kommunizieren haben, meistens im Team sitzen. Allerdings, wenn wir wieder an Scrum denken, ein Product Owner ist meist kein Domain-Experte. Das ist ein Mensch, der hingesetzt wird, um wiederum mit den Fachleuten wirklich zu kommunizieren, das Ganze dann in sogenannte User-Stories zu gießen und an die Entwickler zu geben. Es ist eigentlich mehr so eine Art Proxy, der dazwischen geschaltet wird. Tatsächlich sollen in diesem Prozess die Entwickler sogar vor Stakeholder geschützt werden, weil die ja ganz viele Anforderungen haben. Stimmt. Andererseits haben die Leute aber auch das Wissen darum, was wirklich entwickelt werden soll. Ist so ein kleines Problem. Da greift jetzt so ein bisschen Domain-Driven Design rein, um dieses Problem zumindest zu adressieren und Wege aufzuzeigen, wie man das Fachwissen selber besser verstehen kann, besser kommunizieren kann und damit heraus dann eine gute Architektur und eine gute Software zu schreiben. Ich werde jetzt im Folgenden erstmal ein paar Grundbegriffe über das Domain-Driven Design verlieren. Und im Anschluss gehen wir tatsächlich auch mal in die Architektur rein, also keine Sorge, das kommt noch. Domain-Driven Design wurde 2003 von dem Menschen hier, Eric Evans, als Buch veröffentlicht. Es ist nicht das große Neue, aber er hat einfach mal wirklich bestehende Design-Patterns und bestehende Ideen und auch seine eigenen in einem Buch vereinheitlicht. Worum geht es dabei? Steckt schon im Namen, Domain-Driven Design. Die Fachdomäne, also da, wo das wirklich das Problem liegt, das es zu lösen gilt oder zu automatisieren gilt, das wird wieder in den Fokus gerückt. Wir reden jetzt also nicht über fancy Frameworks oder Techniken, die wir jetzt irgendwo einsetzen können oder neue Programmiersprachen, sondern wir reden darüber, wirklich die Fachdomäne, das Problem selber wieder in den Fokus zu rücken. Die Domain, was ist das eigentlich? Vor allen Dingen einfach die Wirklichkeit, also das, was um uns herum ist. Im Konkreteren, wenn wir jetzt Software für ein Unternehmen produzieren sollen, vor allen Dingen die Kernaspekte eines Unternehmens, das Geschäftsfeld oder Business Case. Also das, womit das ein Unternehmen zum Beispiel Geld verdient, was es verbessern möchte, was es automatisieren möchte, Prozesse etc. Die Domain beinhaltet aber nicht nur das eigentliche Ding oder das eigentliche Problem, sondern auch die Fachexperten drumherum, also die wirklich da arbeiten, die Leute, die am Schreibtisch arbeiten, die Prozesse verarbeiten etc. Wir reden auch in dem Fall über den sogenannten Problemraum, also da Problem in dem Sinne einfach das, was es zu lösen gilt oder zu automatisieren gilt. Beim Domain-Driven Design gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Wir haben einen Problemraum, also das, was es zu automatisieren gilt, und lösen daraus eine Submenge
von dem, was es zu lösen gilt. Also das, was wirklich später in die Software gegossen werden soll. Das ganze Ding nennen wir den Lösungsraum. Ich gehe mal an dem Beamer hier. Die kleine Bubble hier ist quasi das, was es später denn ja auch als technischen Beiwerk halt noch gibt. Das heißt, ein Problemraum oder ein Lösungsraum muss nicht immer den kompletten Problemraum abbilden. Das ist nicht notwendig. Man kann auch Teilaspekte direkt als Lösungsraum definieren. Wichtig ist aber, dass man einen Lösungsraum gut und klar abgrenzen kann. Das ist die Domain. Und als Lösungsraum, wenn wir das ganze Ding ein bisschen durchdeklinieren, erhalten wir das sogenannte Domain Model. Das Domain Model. Das Domain Model ist das, was quasi später Kern unserer Software ist. Ein Domain Model ist in erster Linie eine Abstraktion der Wirklichkeit, also das, was wir wirklich als Software haben. Es ist ja immer nur eine Abstraktion von dem, was wir haben. Wir haben irgendwo ein Kundenobjekt, das ist ja nicht der Mensch persönlich, sondern immer nur ein Teilaspekt der wirklichen Person. Genauso ist das Domain Model auch nur ein Teilaspekt der eigentlichen wirklichen Welt. Und was ganz wichtig ist, dieses Domain Model beschreibt nur die zur Lösung nötigen Teile. Wenn wir das Ganze zusammenarbeiten, und das ist halt an der Stelle wichtig, und da möchte Domain-Driven Design hin, das ist ja immer noch so ungelöste Probleme in Organisationen. Ein Domain-Model im idealen Fall wird von Domain- und Software-Experten zusammen bearbeitet. Heißt vor allen Dingen, die Leute treffen sich regelmäßig in Meetings und besprechen Sachen. Deswegen regelmäßig, weil es ein iterativer Prozess ist. Wenn man sowas macht, passieren ganz witzige Dinge und es passieren unheimlich viele Modelle. Und da gibt es so ein schönes Zitat von George Box: All models are wrong, but some are useful. Das kennen wir eigentlich so ein bisschen aus der praktischen Erfahrung. Man schreibt Software, die ist an Tag X genau, macht sie genau das, was wir tun wollen. Später kommen andere Sachen hinzu und ja, es funktioniert nicht mehr so ganz. Damit das Ganze ein bisschen praktischer wird, und ich ziehe jetzt tatsächlich gleich einen Bogen auch Richtung Architektur, gebe ich mal einfach ein sehr abstraktes Beispiel für eine Domäne. Das ist ja Musik oder Schall. Das ist ein gutes Beispiel, also Schall, Geräusche, Töne, Musik, das ist so etwas, was in der Wirklichkeit da ist. Das können wir physikalisch beschreiben. Hier mal so eine Amplitudengedöns. Ich glaube, es war Mozart, nein, egal. Und schon sehr, sehr, sehr früh in der Geschichte der Menschheit hat man irgendwann gemacht, okay, dieser Mensch, der kann irgendwie mit Geräuschen und Tönen wunderschöne Sachen machen, die unser Herz berühren. Aber wenn er tot ist, dann ist das weg. Das ist irgendwie schade. Also hat man angefangen, Sachen aufzuschreiben. Das Ganze nannte man dann Noten. Und diese Noten sind auch hier wiederum eine reine Abstraktion der Wirklichkeit. Sie beschreiben nicht die Musik oder die Töne als solches. Hier mal ein schönes Beispiel aus dem 11. Jahrhundert. Das ist die sogenannte Quadratnotation. Das ist damals angefangen, das waren so die ersten schriftlichen Artefakte, die irgendwie eine Art von Musik definiert haben. Das ist ein schönes Beispiel für ein Domain Model. Das heißt, das waren gregorianische Mönche, die dann, die gregorianische Gesänge gesungen haben und das Ganze aufgeschrieben haben. Interessant dabei ist, wenn man selber so ein bisschen Musik macht, kennt man so moderne Notensysteme, bei denen war das ganz interessant. In dieser Quadratnotation haben die nur die Tonhöhe angegeben, nicht die Tonlänge, auch keine Takte oder irgendwas. Für die war nur wichtig die Tonhöhe. Das heißt, mit diesem Domain Model beschreiben wir ein Lied, das gut auf Tonhöhe abzubilden ist. Wir haben aber keine Ahnung, wie schnell die das gesungen haben. Wissen wir nicht. Das kann sehr schnell gewesen sein, das kann sehr langsam gewesen sein. In modernen Interpretationen ist es meistens sehr langsam. Hier haben wir jetzt sehr schön als Domain Model, als Abstraktion der Wirklichkeit, die aber nur einen Teilaspekt abbildet. Für die Mönche war es vor allen Dingen wichtig, die Tonhöhe abzubilden. Die Geschwindigkeit war ihnen egal. Das ist dann, wie gesagt, ein schönes Beispiel dafür, dass wirklich in dem Fall nur die notwendigen Teile meines Problemraums abgebildet wurden. Wirklich nur das, was wirklich wichtig war.
Moderne Systeme sehen dann so aus. Die waren irgendwann nicht mehr gut genug. Man hat das bestehende Domain Model ersetzt durch ein neues, das verbessert wurde. In dem Fall haben wir jetzt Tonlängen drin, wir haben Taktstriche, wir haben Unterteilungen, leiser, lauter etc. pp. Jetzt kann man meinen, okay, wir haben dieses eine Domain-Model, aber nein, es gibt dann noch ein zweites oder mehreres. Das ist zum Beispiel, das sind Gitarrentabs. Die beschreiben auch Musik, explizit für ein Instrument. Das heißt, wir haben auf der Seite hier ein Domain-Model, das sehr abstrakt ist und sehr weiträumig ist. Für dieses Problem, eine weiträumige Abbildung von Musik, auch da nur die allernötigen Teile hat. Wir haben aber hier noch ein anderes Domain-Model, explizit für Gitarren, das sehr speziell ist, aber auch nur genau für Gitarren dieses Problem löst oder abbildet. Das einfach mal so als Beispiel, wie eine Domäne und Domain-Models abzubilden ist. Das ist auch für ein Problem der Abbildung der Musik oder der Töne nicht nur eine Lösung gibt, sondern verschiedene Modelle, die genau dann ins Spiel kommen, wenn ich genau das haben will. Kommen wir nun zu den weiteren Begriffen. Erstmal zur Richtung Domain und Domain Model. Erstmal ein paar Fragen noch, aber ich sehe hier keine Hände. Gut, wunderbar. Die Ubiquitous Language, das ist so ein Kernaspekt von Domain-Driven Design. Die Ubiquitous Language ist so die allgegenwärtige Sprache zwischen Domain-Experten und Software-Experten. Diese allgegenwärtige Sprache ist immer domainspezifisch. Sie beschreibt die Kernterminologien der Domain, wird kontinuierlich gepflegt und erweitert. Was ist das, diese Ubiquitous Language, diese allgemeine Sprache? Schönes Beispiel hier. Hier hat ein objektorientierter Softwareentwickler versucht, die Wirklichkeit abzubilden. Da haben wir hier so ein Privacy Manager Delegate. Wir haben hier ein Entertainment Provider Singleton. Das ist ein Multi-Bud-Supporter. Und hier haben wir noch ein Visitor-Monitor-Interface. Wir wissen aber, das ist eine Couch, das ist ein Fernseher, das ist ein Fenster und das ist ein Türspion. Wenn wir anfangen, mit Domain-Experten zu kommunizieren und zu reden, dann kommen wir in einen Gesprächslauf, der zum Beispiel wie folgt aussehen kann. Ich habe einfach mal so ein Schachbrett hier mitgebracht und ich als Softwareentwickler habe jetzt keine Ahnung von Schach. Ich habe die Spiel noch nie gesehen und ich rede jetzt mal mit so einem Domain-Experten und Schachexperten. Hör mal, ich soll für dich ein Schachspiel programmieren. Wie funktioniert das denn? Ich sehe hier, ah ja, das ist so ein Spielfeld. Und also, Moment. Das ist kein Spielfeld, das ist ein Schachbrett. Ah, Moment, Schachbrett, okay. Das muss ich mir merken. Das ist eine Fachdomain, das ist eine Fachsprache in diesem Fall. Das ist kein Spielfeld, das ist ein Schachbrett. Dann gehe ich weiter, okay, ich sehe hier, wir haben hier so 8x8 Kästchen. Na, das heißt bei uns ein bisschen anders. Das heißt nicht Kästchen, das heißt Feld. Na, okay, gut, schreibe ich mir auf. Ach, das ist ja ein nettes Pony. Das ist ja nett, ja. Ah, nee, Moment, das nennt sich nicht Pony im Schach, das nennt sich Springer. Und okay, also wir haben hier so schwarze Figuren und graue Figuren, richtig? Die würden hier auf dem Bild grau abgebildet, aber wir reden in diesem Fall von den weißen Spielfiguren. Dieses Weiß beschreibt hier keine Farbe, sondern einfach eine Eigenart von diesen Spielfiguren. Also das Weiß ist ein Identifikationsmerkmal. Ah, okay. Okay, und so bildet sich langsam aber sicher mein als Softwareentwickler mein Domainwissen auf. Okay, wir reden hier nicht von einem Spielfeld, wir reden von einem Schachbrett. Es ist kein Kästchen, es ist ein Feld. Es ist kein Pony, das ist ein Springer. Genauso sage ich, ja gut, und was war das jetzt hier, Bauer, der springt jetzt einfach mal da oben hin. Ja, nee, Moment, da gibt's Regeln. Oh, Regeln gibt's da. Wie mache ich das denn? Ja, der Bauer darf am Anfang nur zwei Felder nach vorne und danach nur noch ein Feld nach vorne und schlagen geht so und so und so. Und so bildet sich langsam aber sicher ein Vokabular auf, in dem ich dann als Softwareentwickler sehr viel lernen kann. Der Domain-Experte genauso, weil ich ihm natürlich dann erzähle, was für Implikationen Software für ihn zum Beispiel haben könnte oder was es für fancy neue Technologien gibt, wo er immer seine alten Prozesse vielleicht noch viel mehr verbessern kann. Und so baut sich das dann alles oder nacheinander halt ein bisschen auf. Das heißt,
diese Ubiquitous Language, und das ist jetzt gerade sehr spannend, weil es jetzt das später auch als Kernaspekt passieren wird, ist quasi so der Glue oder der Kleber zwischen der eigentlichen Domäne, meinem Software-Experten und meinem Domain-Experten. Ganz am Ende habe ich dann irgendeine Art von Glossar oder sowas, wo das alles beschrieben ist. Domain-Experten können sehr gut mit Software-Experten reden, genauso andersrum. Beide stellen sich vor ein Whiteboard, malen ihr Modell auf. Kästchen und Striche kann tatsächlich jeder, das können nicht nur Softwareentwickler lesen und schreiben. Und wenn da die richtigen Begriffe drin stehen, dann verstehen das auch die Domain-Experten. Das ist echt faszinierend, dass das funktioniert. Und es funktioniert wirklich. Also reden ist toll. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Technik rein und wollen das ganze Ding mal wirklich, jetzt haben wir mit den Domain-Experten gesprochen, wir haben die Whiteboards mit Linien und Kästchen gefüllt und jetzt wollen wir mal ein bisschen rumarchitekturieren. Meine Domain kann nicht nur eine sein, sondern n Subdomains. Das ist meistens in der Realität so. Denken wir mal ein Unternehmen an Abteilungen oder ja, vor allen Dingen Abteilungen, das sind meistens so Teilaspekte von Unternehmungen. Die kann ich schon mal in n Subdomains aufteilen. Diese Subdomains sind dann meine Subproblemräume. Genauso kann ich dann auch Sublösungsräume bilden, also einen Lösungsraum für jede Subdomäne. Und diese Subdomänen, die Sublösungsräume, die nennen sich dann Bounded Context. Heißt, in dem Falle hier habe ich verschiedene Subdomänen und ein Bounded Context bildet dann jede Subdomäne an, überschneidet sich vielleicht auch schon mal ein bisschen. Ich habe vielleicht auch Legacy-Systeme irgendwo, die irgendwie eingebunden werden müssen. Und Bounded Kontexte sind immer in Verbindung zueinander. Wichtig hier, wenn ich von Subdomänen, Sublösungsräumen und Bounded Kontexten rede, ist wichtig, dass es pro Bounded Context eine eigene Ubiquitous Language existiert und ein eigenes Domain Model. Weil, erinnern wir uns einfach mal so an unsere eigenen Unternehmen, so Abteilungen, auch Softwareentwicklungsabteilungen, wenn ihr mal mit euren Vertrieblern redet und danach mal mit euren Einkäufern oder Verkäufern redet, die haben eine ganz andere Sprache. Und wenn ich jetzt ein ganzheitliches Softwareprodukt entwickeln soll für genau dieses Unternehmen und ich habe diese Teilaspekte wie Vertrieb oder Einkauf, dann habe ich auch da zwei verschiedene Sprachen oder zwei verschiedene Domänen. Und genau das bildet das hier ab. Ich habe verschiedene Aspekte davon. Das hat er doch verrutscht, egal. Kleines Beispiel hiervon, gerade schon gesagt, ich habe sowas wie eine Kundenverwaltung. Hier oben habe ich ein bisschen Marketing. Hier unten Bestellabwicklung und Bestelleingang. Das ist so ein Warenwirtschaftsunternehmen, ja, wie es tausend auf der Welt gibt. Hat halt genau diese vier Abteilungen und in diesen vier Abteilungen habe ich dann auch vier Bounded Kontexte, die ich benennen kann. Das wäre zum Beispiel hier ein Customer Data in der Kundenverwaltung, das Marketing macht irgendwelche Newsfeeds, das ist hier auch sehr schön, weil ich das Marketing selber ist natürlich ein riesengroßer Problemraum oder ein riesengroßer Raum, wo ich Software entwickeln kann. In dem Fall interessiert die aber nur die Newsfeeds. Da soll ich eine Software entwickeln. Das heißt, alles andere interessiert mich in meinem Domain-Model auch nicht. Bestellabwicklung soll irgendwas mit Delivery passieren und Bestelleingang, da soll vor allen Dingen das Order-Management passieren. Auch da wiederum in der Bestelleingang, da soll nicht die Kommunikation mit den Kunden irgendwie in die Software abgebildet werden, sondern nur das Order-Management. Auch hier wiederum, mein Problemraum ist größer als mein Lösungsraum. Dann geht es jetzt tatsächlich mal in die Architektur rein. Wenn ich jetzt sowas habe, ich habe sehr, sehr viel Energie reingesteckt, Informationen mit meinen Domain-Experten zu extrahieren, Domain-Models aufzubauen, ich habe Bounded-Kontexte identifiziert und darauf hinaus halt kann ich jetzt meine Architektur machen. Eins vorweg, wer kennt Conway's Law? Wunderbar. Beschreibt einfach so, meine Architektur orientiert sich immer an meiner Organisation. Und so ist es auch, wenn ich
nicht nur an meine Organisation denke, sondern auch an andere Organisationen, für die ich Software entwickle und für die ich Software-Systeme anbieten soll, dann passiert genau das auch. Wenn ich eine Software habe, die gut fürs Marketing funktioniert, funktioniert die garantiert nicht für den Wareneingang, weil die ganze Nomenklatur da ganz anders funktioniert. Und vor allen Dingen habe ich, wenn ich so getrennte Systeme habe, wird es auch dann passieren, dass ich am besten auch genau in der Struktur meine Teams aufarbeite. Mit diesem Conway's Law und Bounded Contexten kann ich jetzt natürlich auch eine sehr schöne Organisationsstruktur aufbauen, wenn ich es muss. Also natürlich kann ich auch ein komplettes System in einem Team abarbeiten. Sie müssen dann natürlich dann nur ein bisschen darauf achten, die Trennung hinzukriegen. Am geschicktesten ist es tatsächlich, wenn ich dann so pro Komponente so ein Team zum Beispiel habe. Da kommen wir dann hinein in den Begriff des Self-Contained Systems. Das ist für mich an der Stelle tatsächlich ein schönerer Begriff als Microservice, weil tatsächlich bei Microservice ist ja immer so, was ist dieses Micro in Microservice? Das fragt man 3 Entwickler, kriegt man 7 Antworten. Meistens unschön, da bietet es jetzt mit Domain-Driven Design und halt diesem System des Bounded Context an, ein Self-Contained System zu definieren, das folgendermaßen definiert ist. Dieses Self-Contained System in diesem Sinne enthält alle notwendigen Teile einer fachlichen Säule in Form von Bounded Context. Ein Self-Contained System ist in sich geschlossen. Das heißt, ein Self-Contained System bietet seine eigene UI an, hat so eine eigene Persistenzschicht, seine eigene Fachlogik, eigene Fachterminologie. Sie sind kommunizieren asynchron miteinander. Komme ich gleich noch, warum das so sein kann oder sollte. Und bestehen dabei aus einem oder mehreren Microservices. Das ist an der Stelle ganz spannend, weil ich meine Organisationsstruktur hier tatsächlich komplett freie Hand lassen kann. Solange der fachliche Kontext hier gewahrt bleibt und die Grenzen nicht gesprengt werden, kann mein Team schalten und walten, wie es will. Die können da 150 Microservices reinschreiben, die genau aus einer Funktion bestehen. Oder sie können einen, wegen mir, so einen kleinen Monolithen dahin pflastern, der halt genau diese Fachdomäne abbildet. Wie sieht sowas aus? Ich habe zum Beispiel hier diesen Teilaspekt Customer Data. Das war also diese Kundenverwaltung. Besteht jetzt aus 2 Microservices. Und dieser Bounded Context oder diese Microservices, die haben ihr eigenes Domain-Modell. Das ist hier das des Kunden. Der hat einen Name, einen Nachname, eine E-Mail-Adresse und eine postalische Adresse. Mehr wissen die nicht. Hier vorne habe ich mal so eine kleine Pipe. Das ist mein kleiner Eventbus. Was macht dieser Kundenstammdaten-Bounded-Context jetzt? Sobald sich neue Kunden registrieren oder löschen etc., postulieren die Events auf meinem Eventbus. Vorteil ist hierbei, ich bin komplett getrennt von meiner anderen Welt. Was für andere Bounded-Kontexte da noch irgendwo leben, kann mir persönlich in diesem Fall komplett egal sein. Ich postuliere das Ganze auf meinem Eventbus. Hallo, hier hat sich ein neuer Kunde registriert. Macht was damit, wer auch immer es will. In diesem Event steckt dann genau auch dieses Domain-Modell, also das Modell des Bounded Context Customer Data. Wenn wir jetzt einen anderen haben, zum Beispiel diesen Newsfeed von Marketing, kann der komplett getrennt von meiner Kundenstammdatenverwaltung entwickelt werden. Wichtig ist nur, dass mein Newsfeed weiß, dass auf dem Eventbus irgendwelche Customer-Events liegen. Woher die kommen, kann auch diesem Newsfeed schnurzpiep egal sein. Schön ist auch hierbei, dieser Newsfeed kann die Events lesen. Das ist in dem Falle das eigentliche Modell des Customer-Datas. Und verwandelt es direkt am Anfang, sobald es das Event gelesen hat, diese Daten in sein eigenes Modell. Übersetzt es folgendermaßen. Ich habe das hier mal so ein bisschen
angedacht, während wir hier unten ein Customer-Objekt haben, haben wir hier oben ein Newsfeed-Target. Der Name heißt auch Name, Showname ist auch noch. E-Mail heißt ja bei E-Mail-Address und die postalische Adresse interessiert die nicht, weil das brauchen sie nicht. Genauso habe ich hier unten ein Delivery System. Auch hier, da geht es darum, zum Beispiel Waren zu versenden, konsumieren Sie die eigentlichen Kundenstammdaten, also die, wo sich der Kunde registriert hat oder geupdatet hat, und verwandeln Sie auch wiederum in Ihr eigenes Modell. Auch hier wieder ein Customer-Modell mit First Name, Last Name, in dem Fall aber nur die Delivery Address. Die heißt hier wiederum anders. In dem einen Modell heißt sie Address, in dem Modell heißt sie Delivery Address. Die E-Mail-Adresse taucht hier auch wieder nicht auf, weil auch hier mein Delivery-System sich nicht um die E-Mail-Adresse kümmern muss. Das interessiert dieser Fachlogik das einfach nicht. Welche Vorteile hat das? Indem ich Fachlogiken relativ gut gekapselt habe und getrennt habe, kann ich so ein Delivery-System allein aufgrund der Existenz dieser Customer-Events aufbauen. Mich interessiert da hinten der Microservice überhaupt nicht. Das Delivery-System kennt auch dieses Newsfeed-Bauen-Kontext vielleicht überhaupt nicht, weil es damit überhaupt nichts zu tun hat. Es steht in keinem Kontext mit dem. Genauso habe ich den Customer Data, der fröhlich seine Customer-Events postuliert und überhaupt nichts von Newsfeed und Delivery-System kennen muss. Sie postulieren ihre Events, natürlich hier keine Breaking Changes, weil auch diese Events sind dann eine Form von API. Und wenn eine neue Anforderung kommt, wie, hör mal, wir wollen morgen mal Payback anbinden an unser tolles Shop-System, dann baue ich hier unten einfach nochmal eine neue Bubble hin, nenne die ganze Payback, lasse sie meine Customer-Events konsumieren und kann dort diese eigentliche Logik dieser Payback-Anbindung, das ja eine neue Fachlogik ist, kann hier getrennt und gezielt neu entwickeln, ohne dass es irgendein anderes System in irgendeiner Form halt beeinflusst. Ich muss nicht bestehenden Code irgendwie aufbohren, 1000 if-else reinfriemeln, weil da irgendwas anderes kaputt geht oder etc., sondern kann hier einfach eine neue Bubble daneben schalten. Gut. Fass mal zusammen. Ich habe jetzt viel über Domain-Driven Design erzählt, ganz einfach, weil da einfach versuche ich zumindest immer auch so ein bisschen die Bereitschaft zu schärfen, einfach da die Kommunikation zu fördern und einfach Fachelemente einfach zu lernen und hinzugehen. Das heißt, wir haben eine Domäne, das ist unser Problemraum. Wir können unseren Problemraum in Subdomänen aufsplitten. Wir bilden mit unseren Fachexperten eine Ubiquitous Language oder mehrere Ubiquitous Languages, je pro Subdomain. Aus diesen Ubiquitous Languages der Subdomain bilden wir Domain-Modelle, Domain-Models. Aus den Subdomänen bilden wir genauso einen Bounded Context. Aus einem Bounded Context bauen wir auf technischer Ebene ein Self-Contained System. Wir setzen möglichst ein Team ran, ob jetzt ein Team mehrere bounded Kontexte hat, wie gesagt, also am besten ist aber, zu einem Self-Contained System gehört genau ein Team. Sobald ich dann mit zwei Teams arbeite, wird es wieder ein bisschen hakelig. Und dieses eine Team betreut eben 1 bis n Microservices in seinem Self-Contained System. Gut, das wäre es tatsächlich gewesen. Ich habe hier noch so ein paar kleine Literaturhinweise, die mir persönlich in diesem Thema sehr gut geholfen haben. Allen voran hier von Eric Evans, das Domain-Driven Design blaue Buch, ist mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. Das merkt man auch dem Inhalt. Implementing Domain-Driven Design ist da tatsächlich ein bisschen moderner und geht auch viel mehr in die Technik ein. Ansonsten sehr schön auch hier von Martin Fowler, sehr schön Blogantrag über Bounded Kontexte. Ja, kann ich tatsächlich nur empfehlen, sich da mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, weil es macht einem das Verständnis von seines Problems und seiner Software tatsächlich um einiges einfacher. Gut, das wäre es gewesen. Vielen Dank.